Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Star Wars Basis Gaming hier in Battlefront 2. Und ja, heute ist Mittwoch, heute sollte eigentlich kein Let's Play kommen, aber heute kam das Geonosis Update und das Obi-Wan Update. Deswegen kommt jetzt heute diese Folge. Wenn ich es schnell schaffe, das hier aufzunehmen, vielleicht sogar schon eher als 18 Uhr, dann vielleicht so 16, 17 Uhr. Mal sehen. Wir sehen hier schon das Schlacht von Geonosis Update. Die Klonkriege haben begonnen. Jedi-Held Obi-Wan Kenobi landet mit dem 212. Angriffsbataillon auf Geonosis, um sich General Grievous und der Druidenarmee der Separatisten zu stellen. Dominiere mit dem AT-TE-Kampfläufer und kämpfe dich auf diesem legendären Schlachtfeld der Klonkriege durch tödliche Staubstürme. Und genau das werden wir jetzt machen. Ich drücke mal auf OK und dann... Ohohoho, Obi-Wan Kenobi. Meine Grafik ist leider gerade ziemlich niedrig, weil gestern die Aufnahme sehr geruckelt hat. Wenn ihr das Let's Play von gestern gesehen habt, werdet ihr das gesehen haben. Und deswegen habe ich da die Grafik ein bisschen runtergestellt. Wir gucken mal, wie jetzt die Aufnahme ist. Vielleicht stellen wir die später mal wieder rauf. Aber ich werde heute Abend, also wenn das Video jetzt hier am Mittwoch rauskommt, werde ich heute Abend am Mittwoch, weiß ich nicht, so gegen 19 Uhr oder so, auch ein bisschen streamen und da versuchen auch Obi-Wan zu kriegen und sowas. So, wir haben hier Obi-Wan Kenobi. Wir könnten den noch, der hat noch verschiedene Aussehen. Kann man die hier auch sehen? Ja, die Jedi-Robe werde ich aber nicht kaufen, habe ich kein Geld für. Und das war auch der Grund, warum ich hier auf dem PC kein Grievous gekauft habe, weil ich auf Obi-Wan sparen wollte und Grievous schon auf der Xbox habe. Die Emotes sehen ganz cool aus. Ich muss sagen, seine Stimme gefällt mir nicht. Die Stimme im Englischen... Oh, nee. Da ist Philipp Moog doch wesentlich besser. Ja. Im englischen Original haben sie zwar nicht Ewan McGregor, aber immer noch die gleiche Stimme, die Obi-Wan auch in Clone Wars gesprochen hat. Und die ist richtig gut, aber die Stimme gefällt mir nicht so wirklich. Kampfhaltung, Soldaten mir nach... Und denkt nach. Also muss ich sagen, Kampfhaltung und denkt nach gefällt mir am besten. So, ich wechsle mal auf Controller. Und wir spielen mal eine Runde Arcade mit Obi-Wan, um uns einfach mal anzugucken, wie der so aussieht. Machen wir mal Gruppierung ändern. Und dann wollen wir bitte... was wollen wir? Wir wollen Ansturm. Und dann spiele als nur Helden. Und dann können wir das machen. Einfach, das ist alles in Ordnung. Okay. Wir wollen da jetzt keine Herausforderungen, ich will nicht, dass das jetzt spannend wird oder cool wird. Wir wollen einfach nur Obi-Wan mal kurz sehen. Und da sind wir auch schon auf Yavin 4 mit Obi-Wan Kenobi. Hier ist General Kenobi. Ich bin vor Ort und bereite mich auf den Angriff vor. Das ist schon sehr cool. Der hat zum einen... Warte mal, wo haben wir hier einen Gegner? Dann kann ich euch das besser zeigen. Weil die Fähigkeiten sollte ich in der Nähe von Gegnern einsetzen. Kommt mal her. Wo seid ihr alle? Hier sind welche. Der hat einmal den hier, damit stimmt er voran und wehrt quasi alles ab, so ähnlich wie Grievous das mit seinen Vieren macht. Das hier ist der Machtschub, der kann aufgeladen werden, was ich jetzt gerade gemacht habe. Und dann stirbt er. Und das hier ist, glaube ich, sowas wie Rey. Dann, na, seht ihr, dann können die quasi nicht mehr gut sehen und sind so halb gestunt und können nicht mehr feuern. Das ist sehr cool, muss ich sagen, was Obi-Wan hier macht. Okay, er wehrt dann auch nur Angriffe von vorne ab, das ist auch klar. Boah. Okay, so kann er auch einiges abwehren. Das ist schon mal sehr cool. Und er kann auch zur Seite. Okay, danach muss man ein bisschen warten. Und... Oh, die sterben nicht direkt mit einem Schlag. Interessant. Obwohl das auf einfach ist. Uiuiui. Gut, haben wir nochmal den weg. Und dann gucken wir mal, dass wir vielleicht auf Geonosis kommen. Ich habe jetzt extra hier nicht Geonosis als Map gewählt, weil die will ich im Multiplayer als erstes sehen. Und ich hoffe mal, dass wir Republik sind auf Geonosis. Ich hoffe, dass wir jetzt auch irgendwie... Warte mal. Gibt's hier... Weil Geonosis ist ja auch neu. Übertragen mit Empfang, Spieler galaktischer Angriff. Ja, das machen wir jetzt mal. Und ich hoffe, dass wir dann jetzt auch nicht nur in galaktischer Angriff, sondern auch nach Geonosis kommen. Sonst wäre ich ein bisschen angepisst. Das war doch in, hier, als die Schlacht von Crait kam, war es ja auch so, dass da die Schlacht, also die Crait-Map, definitiv öfter vorkam, dass man auch direkt da reinjoinen konnte, oder? Wenn wir jetzt nicht nach Geonosis kommen, wäre es kacke. Aber wir schauen mal. Wir schauen mal, was hier so kommt. Oh, Kamino? Nee, da will ich nicht hin. Nochmal neu. Es ist unglaublich, Leute. Ich suche jetzt hier schon seit knapp, weiß ich nicht, 5-6 Minuten. Und ich habe Spiele auf Kamino, auf Crait, auf Takodana gefunden. Auf Tatooine. Aber noch nicht ein einziges auf Geonosis. Aber ich suche weiter. Wir werden schon eins finden. Da, schon wieder. Kamino. Nein, ich suche nochmal. Irgendwann muss Geonosis kommen. So, Leute, es ist jetzt fast eine Stunde vergangen. Ich habe versucht, Geonosis auf galaktischen Angriff zu finden. Ich habe es nicht gefunden. Mittlerweile ist auch der Kalli von der Dringestories und Kallimon bei mir dazu getreten. Jawohl.
Und wir beide treten jetzt einfach mal Helden vor Schurken bei, damit wenigstens irgendwas hierbei rumkommt. Und ich versuche da Obi-Wan zu nehmen, dass wir wenigstens uns Obi-Wan ansehen können. Ich kann leider nicht. Du kannst leider... jetzt sind wir Schurken. Weißt du was? Vielleicht sollten wir einmal rausgehen aus dem Match. Ich gehe nochmal kurz auf Beenden. Und dann nochmal rein, dass wir dann als Helden... Das geht doch nicht. Du müsstest auch nochmal rausgehen. Sonst. Ja, ich habe, wie gesagt, bei mir. Das ist noch Ladebildschirm, ne? Jetzt ich kann halt jetzt noch kein neues Spiel starten. Aber auf jeden Fall versuchen wir jetzt Helden vor Schurken mit Obi-Wan zu spielen und danach vielleicht nochmal, wenn es geht, nach Galaktischer Angriff zu suchen, um da Geonosis zu kriegen. Und ansonsten streame ich ja heute Abend und vielleicht haben wir dann da mehr Glück, falls wir jetzt kein Glück haben. Ich verstehe aber auch nicht, warum es hier nicht irgendwie einfach ein Dings gibt. Also warum man nicht Geonosis zu Galaktischen Angriff hinzufügt, ganz normal in Rotation mit den anderen Maps. Bin und dann, du bist da? Wo? Achso, ja, du suchst nach hin. Ja, jetzt bin ich im Haupten. Achso. Aber warum es nicht hier zusätzlich noch irgendwo einen Knopf gibt, wo man draufdrücken kann und dann für die ersten 2-3 Tage, wo das Update draußen ist, man nur Geonosis spielen kann. Dass man definitiv sofort in Geonosis reinkommt, um sich die Map anzusehen. Ich habe richtig, richtig Bock, Geonosis zu spielen, bin jetzt aber schon mega frustriert, weil ich es nicht spielen kann. Das ist mega kacke. Ja, oder Custom Lobbies zu erstellen, das wäre auch schon cool genug. So, weißt ja, du, das wäre immerhin mal ein Anfang. Man könnte ja zum Beispiel auch sagen, Leute aus deiner Community, okay, wir spielen die Map jetzt zusammen. Weißt du, öffnest du eine Lobby und dann fragst du Leute rum, so, ne? Aber nein, geht auch nicht. Ja. Na gut, wir haben jetzt auch 11.22 Uhr. Ja, aber selbst wenn dann nur auch 5 Leute wären, dann könnte man erstmal 5 gegen 5, weiß ja. Ich, ne? Ja. Das ist halt nichts. Das auch. Okay, was? Warum kann ich Obi-Wan nicht nehmen? Hat den schon irgendwer genommen oder wie? Oh, ist das bei mies. Noch nicht. Ja doch, bei mir ist Obi-Wan grau. Okay. Ich kann ihn nicht nehmen, aber mir wird auch nicht angezeigt, dass hier schon andere Leute drin sind. Hier sind schon andere Leute drin. Bloodspiller Gammon. Bei mir steht, es geht los in 27 Sekunden. Ja, bei mir auch, aber Obi-Wan ist halt weg. Ja, weiß ich nicht, bei mir ist er eh gesperrt, also. Dann nehme ich jetzt Leia erstmal. Oh, ist das nervig. Ja, ärgerlich, ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich. Na, schauen wir mal, was jetzt... Vielleicht können wir wenigstens irgendwie ein bisschen hier ein gutes Video rausmachen. Ja. Aber ich finde cool, dass der auch dieses Hello there macht, ne? Oder ja. Sagt. Ja, wobei der Synchronsprecher, hatte ich schon im Intro gesagt, gefällt mir nicht so mega gut hier. Im Deutschen, oder was? Im Deutschen, ja. Also der englische Synchronsprecher ist auch der aus The Clone Wars, der ist sehr gut. Aber im Deutschen hätte mir dann doch Philipp Moog wesentlich besser gefallen, der den auch in Episode 1 bis 3 spricht. Ist das ein anderer Obi-Wan? Also ein anderer Sprecher, der ihn spricht hier? Als ja, hier auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es... Ja, also ich glaube auch nicht, dass es der gleiche in The Clone Wars war wie hier. Dafür klingt das zu verschieden. Okay, da ist Obi-Wan auch schon von Kylo erstarrt. Autsch. Blendgranate. Hat wahrscheinlich keinen getroffen hier. Und ich hole mir da oben wenigstens dann den Boba, damit der da nicht so viel machen kann. Kylo ist tot, das Kylo ist schön. Ja, ich gehe hier auf Boba. Ah, komm schon. Ich muss ein bisschen mehr treffen. Und dann müssen wir hier Grievous hinterher. Oh. Ich versuche ja, schon hinten. Irgendwie. Komm schon. Ich will Boba wenigstens hier so ein bisschen abhalten. Ich bin Grievous auf der Spur. Schön. Ich habe. Oh, Boba ist so gut wie tot. Boba ist so gut wie tot. Ich habe Grievous in die Mitte geschleudert. Oh, oh, hier ist Kylo. Ich bin deine Mami, Kylo. Ah, oh, nein. Komm schon, komm schon. Stirb, stirb. Oh, der hatte noch 170. Mann, der hatte nicht mehr so viel. Das nervt. Egal. Mann, ich krieg den einfach nicht. Ich bin in 2 Sekunden wieder da. Wer ist denn eigentlich bei uns das Ziel? Ist das der... Ah, die Rey. Die Rey ist das Ziel. Das ist... Okay, Mann, da hinten ist auch direkt einer. Ich versuch mal hier... Kylo. Oh, oh. Kylo muss hier besiegt werden, bevor der Ray kriegt. Kriegt den Scheiß. Nein, Grievous komm schon. Kylo. Jawohl, Kylo ist besiegt. Ich habe Grievous zweimal geschlagen. Wo sind die Gegner? Ich werf mal eine Blendgranate, falls das was. Oh, da hinten ist. Ich bin hier mal mit bei der Verteidigung. Ne? Du musst. Ja, aber ich muss auch. Oh, fuck. Ich bin der Einzige, der den gerade hinterher rennt. Aber ja, aber das ist hier halt auch. Ray stirbt gleich hier. Und da habe ich auch keinen Bock drauf. Dass wir dann jetzt hier schon den ersten Punkt verlieren, Mann. Bin gestunt, Alter. Ja, ich sehe hier aber auch gerade keinen, weil der Boba relativ gut arbeitet.
Schon, komm schon. Autsch. Kacke. Jetzt kommt der von hinten. Ja, ich schaff das nicht hier gegen alle. Ich bin jetzt echt tot. Ah, ja, jetzt bin ich tot. Jetzt ist Raider alleine. Ich bin der oh, Mann. Ey, ich schwör, ich krieg diesen scheiß Grievous nicht. Also, wen spielst du denn? Als Yoda? Luke. Als Luke, okay. Ja, vielleicht solltest ich hätte, du wieder... hab ihn zweimal gehittet. Zweimal. Ja, ich komm aber... zu dir. Ich bin nicht der Schnellste, aber. Komm her. Ah, du hättest den runterschmeißen müssen. Da hätte ich den kriegen können. Okay, die Ray scheint sich aber relativ. Och nein, das kann doch nicht jetzt sein. Ah, komm schon. Echt, es ist so low. Also, Half-Life. Ja, ja. Ich renne. Ich renne. Aber ich find's gut, wie lange die Ray hier überlebt. Oh. Was? Ah. Ich will den Wichser jetzt. Ich bin der nächste Ziel. Die ganze Zeit nur. Ja, dann komm zu mir. Komm hier rauf. Komm hier rauf. Ja, komm. Ich hab ihn. Sorry, dass ich den Kill geklaut habe, aber das musste jetzt sein. Also ich renne in 10 komm, Stunden. Komm wieder hier rauf. Komm wieder rauf. Hier zurück. Dann können wir auch. Oder wir greifen zusammen an den Boba. Aber der Boba ist eigentlich. Ich bin, glaube ich, der Einzige, der im Boba gefährlich werden könnte. Aber die anderen verteidigen mich halt nicht. Und da hinten ist Grievous schon. Wo ist er? Ich bin ein Jäger, Darth Maul hinter mir. Hä? Darth Maul? Maul hinter mir. Ja, ich seh's. Wow, schön. Ah, nein. Warum rennst du von da oben weg? Ich wurde rum. Ich ah, fuck. Wurde runtergeschmissen. Ich hau hier einfach mit meinem E11 auf alle drauf. Beiden die Hälfte Leben gezogen, aber keinen eliminiert. Nervt mich das, dass ich weder Obi-Wan noch Dings hab. Ist denn jetzt eigentlich noch irgendwer Obi-Wan? Ja, der ist immer noch Obi-Wan. Der wird da auch nicht wechseln. Würde ich jetzt auch nicht machen. Ist halt trotzdem mies jetzt. Mal sehen, kann ich hier den Kylo von hinten... Ach, ich hab nicht getroffen, das ist nicht klar. Aber schön, dass Obi-Wan jetzt in der Luft da ist. Und ihn dann keiner da angreifen kann. Au. Kann ich hier Maul treffen? Ich sehe ihn halt leider nicht hier. Er ist hier vorne. Ja, ich wurde geblendet von dem. Oh nein. Obi-Wan besiegt. Ich bin das nächste Ziel und ich bin voll unter Beschuss gerade. Autsch. Ja, ich bin tot. Oh. Immerhin noch, bevor ich das nächste Ziel wurde. Huh. Eieieiei. Oh Gott, ich bin der Beste bei uns im Team und ich bin gerade nicht gerade gut. Grievous ist schon wieder das Ziel. Wer ist das Ziel? Die Ray. Oh, ich bin tot. Ja, bei mir ist Grievous. Ja, aber auf unserer Seite ist. Autsch. Oh, die haben alle ihre. Oh, alle ihre Starcards so weit aufgelevelt. Ich kann mich hier nicht bewegen. Komm schon. Ich hab Grievous so gut wie. Ich hab Grievous so gut wie. Jawohl, ja. Ich hab Grievous besiegt. Ah, du hast ihn besiegt. Okay. Ja, ich hab ihn das ist... gefinished. Ah, oh, schön. So, jetzt hier Kylo. Oh. Ich bin das nächste Ziel, Ja, ich bin so gut wie tot. Ich kann dir wahrscheinlich nicht großartig helfen hier. Da hinten ist... Autsch, ja, ich bin tot. Von einer Mine von... Bosk. Oh, ja. Aber ich bin da, das ist der Bosk Ziel, hat mich getötet. Huiuiuiui. So. Ziele angreifen oder verteidigen. Ah, ich liege am Boden. Ah. Ja, ich bin ganz weit weg. Ah, ich renne schon so gut ich kann. Ich bin ganz weit weg. Ich werde jetzt auch einen anderen Charakter nehmen. Ah ja, gut. Du läufst in meine Richtung, das ist schön. Wie gesagt, ich werde jetzt auch einen anderen Charakter nehmen, aber ich bin mit ihr kurz vor Level 12 und dann kann ich meine Starcards ziemlich gut leveln. Neue Starcards. Autsch. Komm schon, Grievous. Du musst sterben. Renn weg. Renn einfach weg. Ach, scheiße. Oh, aber jetzt verstehe ich auch, wenn ich auf den Boden stampfen, direkt neben ihn gemacht und der das einfach ignoriert. Ja, aber dann hatte er eine andere Fähigkeit oder hat es irgendwie geblockt. Du kannst halt auch Angriffe blocken, ne? Auch die Fähigkeiten, das wusste ich. Ja, ich weiß nicht, ob du alle blocken kannst, aber viele, wie zum Beispiel auch den Machtschub zum Beispiel von Luke, den kannst du auch blocken. Oder halt, wenn deine Fähigkeit irgendwie Priorität hat, also die gegnerische Fähigkeit. So, der ist tot. Hier, fass mal. Müssen wir jetzt kriegen. Autsch. Autsch. Oh nein, der Turm, Fuck. Ja, der steht hier direkt neben mir. Noch nicht einmal gesehen, irgendwie. Doch. Der stand direkt neben mir. Oh. Wer ist jetzt wieder das Ziel? Ray? Schon wieder? Oder ist Obi-Wan das Ziel? Und der steht da... Ja, Obi-Wan ist das Ziel. Der steht mitten im Kampf da drüben. Oh, und Palps hier. Ich hau mal mit drauf. Ich bin fast tot, Alter. Palpatine ist auch ziemlich low schon, aber... Schon. Oh. Nein! Der hat Obi-Wan noch besiegt. Mann, ich bin das nächste Ziel. Ah, ich bin tot. Ich bin nicht das nächste Ziel. Und das war jetzt nicht mal Absicht, mich sterben zu lassen. Die haben aber auch alle ihre Starcards komplett aufgerüstet, ne? Ja, aber das so wirklich komplett. Komm wie lange halt brauche ich eigentlich noch mit Leia, bis ich... Ne, egal. So, da müssen wir die Rey verteidigen.
Da ist der. Autsch. Boss. Komm schon. Bin dran. Nein. Und da kommt jetzt der Grievous. Ich hab Boss einmal gehütet. Au. Ja, erledige ich. Erledige Boss. Oh, jawohl. Ich hab den Palpatine erledigt. Uiuiui, machen wir mal kurz hier. Schild Boss für die war Rain. Half-Life. Ich hab Boss noch Half-Life dran, aber. Ja, ich hab ihn auch ein bisschen beschädigt, aber nicht wirklich viel. Ich geh jetzt auf jeden Fall, versuch ihn zu jagen hier. Warte mal, wo ist er denn? Komm her. Oh nein, hätte ich eher aktivieren sollen. Komm schon. Oh, kann doch nicht sein hier. Wo ist er? Ja, rennt die ganze Zeit im Kreis und ich werde jetzt wahrscheinlich durch seine Minen laufen. Och, dass der immer die ganze Zeit hier wegrennt, ne? Die rennen die ganze Zeit nur weg. Ist das mies. Ja. Sag ich ja, wieso Pussys? Das ist richtig mies. Ach, ich mach mal einen anderen Charakter. Ja, ich meine, eigentlich ist es ja eine gute Strategie für dich, aber es ist trotzdem lahm. Also es ist richtig langweilig für uns. Also was heißt langweilig, aber es ist schon... Ja, nur wegrennen. Ja. Das ist halt Pussy. Meine Güte. Nein! Ich spiel jetzt mal Solo. Die Ray hat sich von Bosk besiegen lassen. Oh nein, ich bin das nächste Ziel. Wo denn? Wo bist du? Hinter dir. Ja, okay, ich sehe dich. Ich sehe dich. Oh Gott, da sind alle. Okay. Mach mal ein bisschen... Oh, Grievous ist das Ziel? Ja. Habe ich mich auf den falschen konzentriert? Schön. Achso, das warst du gar nicht. Das war Luke oder so, ne? Oder Obi-Wan? Ich hab eine Explosion gemacht. Ah, okay. Ich dachte, das wäre jetzt ein Dingens. Ja, ich hab da eine Granate hingeworfen. Ja. Ich dachte, es wäre ein Machtschub. Ah, ich bin tot. Aber ich habe Level 12 erreicht wenigstens. Okay, dann kann ich jetzt auch einen anderen Charakter nehmen. Dann nehme ich jetzt mal Luke. Ah. Naja, immerhin eine Sache geschafft sozusagen. Ja, ich bin immer noch das Ziel und hier ist Boss. Oh Gott, ich bin tot. Ah, schade. Ich war nicht schnell genug, mein Freund. Hä? Der hätte aber fliegen müssen. So wie jetzt. Oh Mann. Der ist bestimmt das nächste Ziel. Wusste ich doch. So wie der gerannt ist, war der hundertprozentig das nächste Ziel. Wo ist der Boss jetzt hin? Oh, komm schon. Autsch. Egal, ich renn zu Palpatine. Den kriegen wir noch. Komm schon, geh fliegen. Ja, Alter, der war one-hit. Das war doch... Ein Hit. Das war locker weit genug. Für den. Locker war es weit genug. Der ist meine Starcard weiter aufgelevelt. Naja, egal. Du bist Erster, ich bin Zweiter, ne? Ja. Ja, unsere Verbündeten sind nicht gut. Ich meine, wir beide sind gerade auch nicht so mega gut, aber wenn man dann auch so hier... Ja, nice. Oh, mein Machtschub ist nicht ansatzweise weit genug. So low, wie der aufgelevelt ist. Autsch. Ja, die vermöbeln mich. Okay, dann nehme ich lieber wieder Leia. Das bringt da gar nichts. Kann ich die hier upgraden? Ah, wo kommt Grievous her? Ah... Oder? Ne, upgraden kann ich hier gar nichts. Kann ich nicht jetzt starten? Geht doch. Ich bin das nächste Ziel übrigens, ne? Oh. Boah, hoffentlich kommen wir jetzt gleich dann mal nach Geonosis, wenn wir jetzt gleich nochmal Helden galaktischen Angriff machen. Autsch. Der Imperator hat mich einmal kurz gebrutzelt und ich habe schon nur noch die Hälfte meiner Leben. Ich renne mal, ne? Ja. Aber ich könnte auch ein bisschen Unterstützung hier gebrauchen. Wo bist du denn? Hier ist Grievous. Autsch. Ja, ich versuche wegzurollen. Ich versuche wegzurollen, aber... Ja, keine Chance. Mann, nervt mich das gerade. Ich muss mal eben kurz einen Schluck trinken, sonst kann ich hier gar nicht mehr... Oh, ich habe nichts mehr zu trinken. Eine klitzekleine Pfütze hatte ich noch. Okay, weiter geht's. Ja, das verlieren wir hier anscheinend haushoch. Oh, da hat der... Bosk ist wieder Ziel. Ah, Mann. Bosk ist Ziel? Ja, ich bin an einer ganz anderen Ecke gespawnt. Eine komplett anderen Ecke. Ich versuche ein bisschen anzugreifen, aber ich denke mal... Da werden wir... Oh, gut. Ich habe den Imperator noch besiegt gekriegt. Ja, hab ein Assist bekommen davon. Oh, hinter dir. Schön. Ja, keine Chance. Keine Chance mehr. Mann, das ist ja nervig. Also wir waren schon nicht gut, aber die anderen waren noch schlechter. Ja. Aber ich denke mal, dass wir auch besser hätten sein können, wenn die noch besser mit uns zusammengespielt hätten. Hm. Aber egal. So Leute, wir haben versucht, 10 Minuten lang nochmal Geonosis zu finden, haben es nicht gefunden. Dafür nochmal Helden vor Schurken. Da haben wir, glaube ich, aus 5 Matches rausgejoint. Jedes Mal Helden, aber jedes Mal war Obi-Wan gepickt. Und jetzt hab ich Obi-Wan.
Leider auf Tatooine, die Map ist ein bisschen kacke, finde ich auf jeden Fall. Ja, ich auch. Aber egal. Aber vielleicht lässt sich Obi-Wan ja hier gut spielen. Aber, ja, das Problem ist nur... Verrecke. Oh, das Problem ist nur, erstens, ich bin das Ziel. Und zweitens, wie heißt es? Haben die wahrscheinlich ihre Starcards schon voll ausgerüstet und mit Obi-Wan, der ist halt jetzt vor einer Stunde rausgekommen, kann ich die noch nicht voll ausgerüstet haben. Oh, da ist schon der Imperator. Wo denn? Autsch, da oben, der greift mich an gerade. Hat denn für was bist du jetzt? Du bist Leia, ne? Ja, der hat seine Starcards voll ausgerüstet. Oh, hier ist Kylo. Jawohl. Ich komm da nicht hoch. Ah, kann doch nicht sein. Hä? Ach so, muss man aufladen, glaube ich, ne? Autsch. Ja, ich stell mich hier ziemlich dumm an. Komm schon. Oh, Alter, die sind alle auf mich drauf. Nein, kann doch nicht sein. Autsch. Leute, ich brauche Hilfe, mein Ausdauer ist gleich weg. Nein, renn. Hilfe, ich versuche alles abzuwehren, aber... ich bin hier aber jetzt in der Falle. Der Machtschub bringt überhaupt nichts gegen Helden, wenn du angegriffen wirst, den musst du erst aufladen. Das weiß ich jetzt wenigstens. Oh, aber bin ich froh, dass ich jetzt wenigstens Obi-Wan spielen kann, auch wenn Geonosis hier nicht spielbar ist. Also jetzt über eine Stunde gesucht und... Oh shit. Jetzt hier. Ich versuche Peps anzugreifen. Komm schon. Er ist zu schnell. Nein, ich will ihn doch verfolgen. Komm schon. Ich versuche gleich meine Fähigkeit hier. Das Gedankentrick. Warte. Hab ich ihn? Ich glaube, ich habe ihn. Ich schieße. Ja, schieße. Warte. Ja, ich habe ihn. Du hast ihn. Schön. So, machen wir den mal hier, um nach Maul zu kommen. Genau in der Sekunde, wo der gestunt war, musste ich nachladen, ey. So ärgerlich. Aber egal, wir haben ihn gekriegt. Das ist das Wichtigste schon mal. Autsch. Kylo, oh Gott. Ja, Kylo, der hat mich gezogen. Der ist auch das Ziel. Warte mal, ich habe ihn voll erwischt mit meiner... Ham. Schön. Gut, da habe ich jetzt meine Fähigkeit zwar vollkommen umsonst eingesetzt, aber egal. Oh Gott. Ja, wer hat mich denn hier gerade angegriffen? Autsch. Wo? Ah, hier. Ah, der ist schon tot. Okay. Okay, ich bin das Gut, wer ist das? Darth Maul ist das. Ja, aber bei den Gegnern meinte ich jetzt. So. Und kommt der rein? Nee, der kommt nicht rein. Das heißt, ich gehe einfach mal, ich jag den mal. Obi-Wan ist schön schnell, das muss ich schon zugeben. Ah, schade. Nicht genügend Reichweite dafür? Oh. Ja, der Maul hat mich am Haken. Oh, das glaube ich nicht. Nein, ich bin gestunt. Kann er nicht sein. Nein, ich bin fast tot, ich bin das Tier. Nein! Ich wollte meinen Gedankentrick bei ihm einsetzen. Ich bin tot. Oh, shit. Ärgerlich. Oh, du bist gerade... Komm schon, nein! Ich bin das nächste Ziel, ist das Problem. Und Maul ist hier alleine mit mir. Ich renne jetzt einfach mal weg vor ihm. Und renne zu euch. Nein, ich komme dazu. General Grievous oder wer auch immer das ist. Uiuiui. Und fliehe erstmal vor ihm. General Grievous. Ich komme einfach mal zu euch und dann kann ich hier. Gleich da, ich bin gleich bei dir. Kylo, ja, ich greife hier Kylo an. Ah, komm schon. Autsch. Ich bin noch das Ziel, ihr müsst mir noch helfen. Nein. Ja, keiner hat mir hier geholfen. Die sind alle nur auf das Ziel gegangen. Gerade wenn ich hier so. Ne, so einen neuen Charakter habe, wo ich keine Starkarten ausgerüstet habe, keine Ahnung, wie ich den spiele, ist das schon schwierig, da zu überleben als Ziel. Aber egal, also Obi-Wan ist schon ein richtig cooler Charakter, aber auch, glaube ich, eher ein Charakter, also der soll defensiv gespielt werden, heißt es auf jeden Fall. Und es ist, glaube ich, auch ein Charakter, der, ein Charakter, der besser gegen normale Einheiten ist, als gegen Helden, glaube ich. Autsch! Ich will meine Fähigkeit einsetzen. Ah, Mist. Falsche Richtung eingesetzt. Ja, Maul und Dings. Aber egal, ihr habt Kylo besiegt. Das ist schon mal gut. Ja. Ich konnte die beiden wenigstens ablenken. Ich bin tot. Und naja, ich bin auch der Schlechteste hier. Ist auch kein Wunder mit Obi-Wan hier. Aber egal. So. Jo, hierauf. Ich sehe Darth Maul, der ist das nächste Ziel da. Kylo Ren. Oh Mann, der ist einfach zu schnell. Ich bin das nächste Ziel, ich bräuchte Hilfe. Ich renne, aber ich bin hier direkt bei Darth Maul. Und das Problem ist, das hatten wir schon mal hier. Ja, komm, mach doch.
Jetzt will er an mir vorbeirennen. Alter, die wollen nicht tot. Oh nein! Ich bin hier noch gerade dabei, darf ich bin das nächste Ziel und ich bin hier direkt wieder bei Mord. Das schreit so hart. Das ist nicht gut. Komm schon. Komm schon! Ich muss zu irgendwem wenigstens. Wer ist denn hier? Komm. Wer ist das? Yoda ist hier. Ich bin bei Yoda. Yoda muss mir helfen. Da hinten ist Darth Vader, das ist das Ziel. Ja, mach das. Da kommt Grievous. Ich bin unter dir. Oh Mann! Autsch! Wer auch immer das jetzt war. Komm schon! Gedankentrick wenigstens hier. Aua! Au, wie hat der Grievous mich da denn jetzt erwischt? Du bist immer noch Leia, oder? Grievous ist tot, ja, Grievous ist tot. Ah, shit. Vader. Hab ich hier meine, ich hab meine Fähigkeit hier falsch eingesetzt. Oh nein, warum hab ich den jetzt? Okay, ich muss jetzt helfen, hier Vader zu töten. Jawohl, Vader ist tot. Oh, Alter. Gut, dann bin ich nicht mehr das Ziel, immerhin. Oh, ja, ich wäre fast wäre ich umgekommen hier. Los, komm her. Mein Gedankentrick bei ihm eingesetzt. Komm schon, der ist nicht das Ziel, aber egal. Boom. Alter. Das tut mir leid. Aus meiner Vision rausgeschoben. Oh. Oh fuck, ich fliege. Ah, komm schon. Ah. Ja, ich versuche hier. Oh, ja, nee, gegen zwei schaffe ich es nicht. Gegen Vader alleine hätte ich es, glaube ich, schaffen können, aber gegen Vader und Maul, keine Chance. Ja, ich brauche. Keine Chance. Auch solo. solo. Ja. Alea ist auch ganz cool. So. Da sind zwei. Was, du warst Solo? Nein, ich war leer. Was? Warum? Schon. Ich laufe. Nein! die laufen hier alle erblindet, weil ich den Gedankentrick eingesetzt habe. Das ist schon cool. Das ist lustig. Ah, Mann. Unser Ziel wurde erledigt. Nein. Ah, ja, okay. So unaufgeladen bringt er mich überhaupt nicht. Nein, ich bin das nächste Ziel. Die müssen töten. Nein, ja, nein. Ja, ich komme zu dir. Ah, keine Chance. Ja, als Leia hast du da... Hast du keine Chance? Ich bin das nächste Ziel. Ich komme mal ein Stückchen zurück. Ah, shit. Oh, shit. So, wen haben wir denn da? Han und Yoda noch? Komm her. Oh, nein. Den aufzuladen dauert zu lange auch einfach. Den Machtschub bei mir. Wir müssen jetzt auf jeden Fall näher beieinander bleiben. Du bist Leia. Oh, da kommt Vader. Der ist das nächste Ziel. Schön. Bin durch den durchgerannt mit meiner Fähigkeit. Ja, den haben wir den nochmal. Ja, jetzt müssen wir hier Richtung Darth Maul auf jeden Fall. Diesmal, ja, dein E11 ist auf Entfernung nicht so mega, aber... Nee, ich merke oder wisst das gar nicht, also... Doch. Ja. Ich merke schon, ja, komm hier, dem Darth Maul hinterher, wir sind alle zu viert. Der ist nur alleine, das heißt... Ich habe ein paar Mal getroffen. Der kann uns jetzt auch in eine Falle locken, ja, aber der regeneriert halt sein Leben auch wieder. Ah, komm schon. Ah, nee, zu weit weg. Ja, schön, der ist geblendet. Der ist geblendet, aber das ist nur eine Blendgranate, also. Ja. Zu spät. Ja, toll, da komm schon. Ich nicht hoch. Ja, ich hab ihn geblendet hier. Ich komm nicht hoch, das ist das Problem. Ja. Er rennt weg in die andere Richtung. Ja, jetzt ist er da oben. Irgendwie habe ich auch so das Gefühl, dass all seine Verbündeten ihm nicht helfen wollen. Nee. Oder sind die rausgegangen oder so? Die Sache ist halt, der ist halt die ganze Zeit. Ah, warte, da hinten kommt einer. Ja, hier ist Kylo. Ja. Ah, die wollen mich, die haben mich gleich. Ich bin das Ziel. Oh nein, ich komme hier nicht rauf. Ja, ich bin tot. Keine Chance mehr, schade. Oh, Mann. Ja, ich bin absolut letzter. Alter. Ich stelle mich nicht so mega gut an mit Obi-Wan. Aber der macht Spaß. Der macht auf jeden Fall mehr Spaß als so manche andere Helden. Echt? Okay. Ja. Weißt du, was wichtig ist? Hauptsache, der macht Spaß. Ja. Wenn du bessere Karten hast und so, ne, klar, dann. Und der Maul sucht hier definitiv den Konflikt mit mir. Oh nein, jetzt ist er schon tot. Wollte ihn noch haben. So. Vader und Kylo sind hier, die werden mich jetzt auch töten. Ich kann nicht gegen beide. Da bin ich tot. Ja, ich war nicht das Ziel, von daher ist das auch egal. Wenn die beiden auf mich draufgehen, dann habe ich die schön abgelenkt. Dann steht's nur noch 3 gegen 2. Jawohl! Vader besiegt. Ich bin das nächste Ziel. Ja. Hinter dir ist Grievous. Du bist doch grün, ne? Ja. Da, ich sehe ihn. 2-1, ich bin das Ziel. Oh Gott. Wo ist er denn? Da, hier ist Grievous. Der ist auch das Ziel. Ich habe ihn geblendet. Ja, ich habe ihn zu Boden geworfen. Autsch. Er ist fast tot, jawohl. Ja, ich habe ihn. Jetzt nur noch 3 zu 4. Das können wir noch aufholen. Ich bin das nächste Ziel. Lass mal hier so lang gehen.
Oh fuck, da ist Kylo. Ja, aua. Oh oh. Okay, gehen wir hier lang? Vader. Ich mach das hier auf Kylo Ren. Kylo Ren hab ich erwischt. Ich hab sie geblendet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, ich wurde durch die Gegend geschleudert. Ja, ich hab meinen Gedankentrick angemacht. Wir müssen Kylo besiegen, wir müssen Kylo... ich bin tot. Oh, der Kylo hatte nicht mehr viel. Er war ein HP, Alter. Ja, ich sag ja, der hatte nicht mehr viel. Ich hab draufgeballert wie so ein Kranker, aber... Ja. Mann, das ist mies gewesen jetzt. Aber da waren Vader und Dings zu gut, Grievous. Wir haben mich gedoubleteamt. Nein, ich will hier rauf. Wer ist das schon wieder? Ach, der Maul schon wieder. Ich renne ihm. Oh nein, Han Solo wurde besiegt. Oh. Das ist nicht so gut. Ich bin. Was ist das jetzt hier? Ich bin in der Luft. Ich war eine prima Ballerina in der Luft. Au, au, au. Ich bin nicht das Ziel, nein. Aber ich werde hier gerade getötet von Kylo. Ah, ich seh's. Ist es schon wieder Maul? Ich kann doch nicht. Nee, Vader da hinten. Aber hier ist auch Yoda das Ziel. Deswegen müssen wir jetzt gucken, dass wir hier. Ja. Komm schon her. Gedankentrick. Ich habe Gedankentrick bei Vader gemacht. Warum? Alles tot. Oh Gott, ich bin tot. Warum? Wenn ich... Oh nein! Der hat nur noch 150. Ein, zwei Schläge und der wäre tot gewesen. Es war jetzt aber auch keiner bei mir. Der Yoda hätte mir einfach helfen können, der das Ziel ist. Dann hätten wir den gekriegt, den Vader. Ja. Ja, aber jetzt... Ist der Yoda da im Würgegriff Vaders? Ich versuche. Yoda rennt auf jeden Fall weg. Das ist gut. Das ist sehr gut. Also, was haben wir denn hier? Oh. So, ich habe Vader erwischt. Mit meinem Dings. Oh nein! Ah gut, wir haben ihn. Oh. Wo ist der Maul? Ich bin das nächste Ziel. Ja. Oh Gott, ich werde angegriffen. Ja, ich versuche hier den Kylo zu töten, der dich angreift. Aber jetzt ist hier auch noch. Warum hat das nicht geklappt? Jawohl, der ist das nächste Ziel. Ja! Ja. Nice, wir haben ihn. Ja. Boah. Ich bin das nächste Ziel. Das ist nicht gut. Okay, ich bleib bei dir so ein bisschen. Das ist überhaupt nicht gut. Da ist direkt der Maul, aber der hat Schiss. Wahrscheinlich ist der auch das nächste Ziel. Ja, ist er. Hä? Warum hat er nicht... Oh. Na egal, du bist Leia immer noch, ne? Ja. Ja, lass mal hier hinter dir, Grievous. Oh, danke. Ah, ich renn weg, ich renn auf Maul zu. Oh, Vader auch noch von hinten, Alter, nein. Oh, shit. Ja, ich renn weg. Kümmert ihr euch um Maul. Ich bin futsch. Ja, ich bin tot. Uiuiui, der Vader rennt hinter mir her. Ich komme jetzt von hinten rum wieder zum Maul zurück. Ja, ich komme auch. Uiuiui, hier ist auch der Grievous. Ich habe sie auf jeden Fall abgelenkt. Der Yoda versucht hier, aua, Maul zu kriegen. Komm schon. Ah, shit, das schaffe ich nicht mehr. Ah, jetzt der ultimative... Ja, ich renne Maul hinterher. Kylo und Vader. Das Schöne ist, der Grievous kann nicht so hoch springen und Vader ist schön langsam. Das ist gerade ein super Bonuspunkt für mich. Oh fuck, der hat mich in die Luft gekriegt. Und da ist Vader. Oh, nein, das war Kylo, es war nicht Vader. Ich renne. Oh, komm schon. Jawohl. Ich hab's hier oben auf das Dings gepackt. Geschafft. Oh nein, ich wurde umgeschubst, Alter. Was ist denn nein, warum hat das nicht geklappt? Oh Gott, ich kann Maul vielleicht kriegen. Ach, fuck, ich bin runtergefallen. Ich muss rennen. Drei Stück auf mich schon wieder, Alter. Was haben die denn? Ja. Ich renne. Wer ist hier? Ist das... Nein, warum hat er denn jetzt angegriffen? Ich wollte den Machtschub machen. Damit ich dich hingetötet. Mit einem voll aufgeladenen. Warum kann ich hier nicht hoch? Oh Gott. Oh, ist das eine Zitterpartie hier. Ja, ich will nicht sterben, aber hier ist auch direkt der Maul. Hätte der jetzt einen Würgegriff bei mir gemacht, wäre ich im Arsch gewesen. Nein, das hätte den Kylo eigentlich erwischen müssen. Ah, warum? Das habe ich jetzt nicht mehr verstanden. Der ist nicht mehr weggelaufen, das verstehe ich nicht. Das war jetzt wahrscheinlich irgendwas an der Leitung, also... Ärgerlich. Ich drücke auf jeden Fall in die eine Richtung und der läuft in die andere. Das war jetzt richtig mies. Aber wir hatten noch halbwegs gut aufgeholt. Ja, wir haben auf jeden Fall noch aufgeholt, das stimmt. Aber nicht gut genug ist das Problem. Ja. So, ich würde sagen, dieses Let's Play ist zu Ende, wenn wir jetzt nicht noch galaktische Angriffe finden. Also wenn das Let's Play jetzt hier zu Ende ist, haben wir keinen galaktischen Angriff auf Geonosis mehr gefunden, dann gibt's halt heute Abend noch einen Stream, wo der Kali wahrscheinlich auch mit dabei ist. Wir beenden jetzt einfach mal und
Wenn wir nichts mehr finden, noch einen wunderschönen Tag und schaut heute Abend beim Stream nochmal rein. Und ansonsten sehen wir uns gleich wieder in Geonosis.